Es gibt übrigens fünf entscheidende Führungsfehler und drei haben wir schon gemacht. Und übrigens, wenn du nicht immer warten willst bis zur nächsten Folge, sondern bist neugierig, du findest immer einen Button, wo du einfach downloaden kannst, was sind die fünf häufigsten Führungsfehler und dich einfach schon vorbereiten kannst, vorlesen kannst oder einfach als Unterlage es zu Hause benutzen kannst, ist frei im Internet zur Verfügung. Gerne kannst du dir das downloaden. Heute schauen wir uns Nummer 4 an. Bist du gespannt? Ich auch. Auf dich. Gleich. Verantwortung übertragen, Ziele setzen, Feedback geben. Heute Nummer 4. Da geht es um was ganz Wichtiges. Wir haben das heute schon ein paar Mal ähnlich besprochen. Heute zäumen wir es vielleicht von der anderen Seite auf. Wir haben darüber gesprochen, dass es über Integrität, kannst du dich erinnern? Integrität, komisches Wort. Integrität heißt, dass du nicht korrumpierbar bist. Integrität heißt aber auf der anderen Seite als Führungskraft, dass es einen Fehler gibt, den du machen kannst, der vielen passiert, dass mich nämlich nicht auf dich verlassen kann. Verlassen heißt, Menschen müssen in der Führung eines wissen, sie können sich auf ihre Führungskraft verlassen. Verlassen bedeutet, dass wenn du etwas sagst, wenn du etwas verlangst, wenn du etwas belobigst, dass du zu dem stehst, was du gesagt hast. Du musst stehen zu dem, was du gesagt hast. Deine Mitarbeiter, die du führst, müssen sich darauf verlassen können, dass man sich auf dich verlassen kann. Und es gibt ein schönes Wort dafür, das eigentlich aus dem Militärischen kommt. Der Begriff heißt Kameradschaft. Kameradschaft ist was anderes als Freundschaft. Freundschaft ist das, was wir oft suchen als Führungskraft, weil wir geliebt werden wollen. Das wäre das Falsche. Menschen brauchen keinen Freund. Freund würde nämlich bedeuten, dass man eben eine Gefälligkeit machen muss, egal ob es richtig oder falsch ist. Im Berufsleben brauchst du nicht einen Freund als Vorgesetzten oder du musst Freund sein von den Leuten, sondern die Leute suchen Kameradschaft. Kameradschaft bedeutet, man kann sich auf dich verlassen. Sie wissen, dass du sie nicht im Regen stehen lassen wirst. Sie wissen, dass du das machen wirst, was du sagst. Sie wissen, dass du Handschlagqualität hast. Handschlagqualität ist Kameradschaft. Handschlagqualität heißt, man kann sich auf dich verlassen. Handschlagqualität heißt, du stehst zu dem, was du gesagt hast. Du stehst zu dem, was du gesagt hast. Durch dick und dünn. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Alles das sind Symbole für Kameradschaft. Du stehst zu deinen Leuten, du stehst zu deiner Meinung, du stehst zu dem, was du gesagt hast. Du bist einfach einschätzbar. Führungskräfte müssen berechenbar sein, einschätzbar sein, wissen, welche Meinung sie vertreten und wissen, dass nicht mehr Fähnchen im Wind, heute so, morgen so, sondern dass sie eine Linie haben und dann können die Leute folgen, dann werden sie dich lieben, weil sie sich auf dich verlassen können. Sei verlässlich und du bist ein guter Führer.